Moin und herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser YouTube-Folge wird es um folgende Frage gehen: Machten sich alle über mich lustig? Wir wollen zurückschauen in die Vergangenheit, ins Jahr 2022, nämlich in den Januar. Dort habe ich zum allerersten Mal mich auf TikTok und damit auf Social Media ausprobiert und einfach ein paar Videos hochgeladen. Innerhalb von kürzester Zeit bin ich viral gegangen. Videos hatten hunderte, tausende Aufrufe und mittlerweile muss ich mir die Frage stellen, die einige Auswirkungen auch auf mein aktuelles Social Media Dasein hat: Machten sich damals alle über mich lustig? Grund dieser Folge ist eigentlich eine Ausgangssituation gewesen, spontanes Gespräch nach dem Fußballtraining mit zwei Jungs. Total nett, wir sind gute Freunde und irgendwie kamen wir aufs Thema Social Media und auch so ein bisschen darauf, wie ich eigentlich angefangen habe, auf Social Media so zu sein und was ich für Videos am Anfang hochgeladen habe. Und in dem Gespräch wurde mir dann irgendwie schnell klar, so, ja, also es ist die bittere Wahrheit, dass sich viele Leute gerade am Anfang über mich lustig gemacht haben. Und die Menschen haben nicht mit mir über einen Witz gelacht, sondern sie haben mich ausgelacht, weil sie mich als diesen peinlichen, mega oberalmern, affigen Typen gesehen haben. Vielleicht auch als den blöden Streber oder sowas. Und warum ich zum Teil verstehen kann, dass Leute gesagt haben, so, hä, was ist das denn für einer? Das möchte ich euch kurz zeigen, denn um welche Videos geht es denn eigentlich? Ich habe mal ein paar Videos rausgekramt, die ich damals so aufgenommen habe und es wird echt unangenehm. Ich hatte schon mal ein YouTube-Video hochgeladen, hier, wo ich so meine peinlichsten YouTube-Videos gezeigt habe und da waren diese Videos zum Teil nicht dabei. Ja, wir schauen sie uns einfach mal an. Ich hoffe, das klappt mit dem Ton. Es kann sein, dass ihr bei einigen Videos nicht den Ton hört. Das liegt einfach daran, dass es von YouTube irgendwie problematisch ist, beziehungsweise einige Sachen gesperrt sind. Jetzt schauen wir mal rein in das erste Video. Kurz zusammengefasst, ich bin aus der Schule gekommen, habe ein Video gedreht, wie ich halt die Geschirrspülmaschine ausräume und kurz gesagt so in die Richtung, ja, meine Eltern sagen manchmal, ich helfe nicht so richtig, kennt ihr das? Das war ein Video und prinzipiell spricht ja erstmal nichts dagegen, aber wenn ihr auf meinen Gesichtsausdruck schaut, ich habe so ein bisschen das Gefühl und ich glaube, das täuscht auch nicht, wenn ihr euch das anguckt, ich gucke so ganz verzweifelt und ängstlich irgendwie in die Kamera. Und ich kann schon verstehen, wenn dann Leute nach diesem Video sich so dachten, so, hä, wer ist der denn? Wir schauen uns mal ein weiteres Video an. In diesem Video wurde ich gefragt, kann man dich kennenlernen bzw. Kontakt aufbauen? Wir gucken nur ganz kurz rein. In letzter Zeit bekomme ich unfassbar viele Nachrichten, unter anderem über Instagram. Dort heiße ich auch lasse.halisch. Ich schaffe es leider nicht, mit allen Kontakt aufzubauen. Ich glaube, das ist auch. Ich bin halt einfach auf jede Frage eingegangen. In dem Video sage ich dann sowas, ja, ich schaffe es halt leider nicht, Kontakt mit allen Leuten aufzubauen, weil ich halt viele Anfragen bekommen habe. Und natürlich gab es auch damals Leute, die mich gefeiert haben und die mich cool fanden, die sich auch mit mir identifizieren konnten. Aber auch wenn ich jetzt viel mit Freunden darüber spreche, es war halt einfach so, dass sich ein Großteil ausschließlich nur über mich lustig gemacht hat. Und da hat sich ein Problem entwickelt, was mir jetzt bewusst ist, was ich auch jetzt in meiner Followerschaft habe, was für mich super problematisch ist, aber was ich damals halt nicht gesehen habe, weil ich mir so dachte, okay, du machst einfach Social Media, jetzt ein paar Videos hoch und dann guckst du mal am Ende, was bei rauskommt. Wir schauen uns noch ein paar andere Videos an, die ich damals hochgeladen habe. Zum Beispiel habe ich ein Video hochgeladen mit der Frage, wie alt bist du? Ich glaube, ich hatte das sogar in meiner Biografie damals stehen, dass ich irgendwie 18 war, habe aber trotzdem noch mal ein Video dazu gemacht und es ist halt einfach, ich sag mal, unnötig. Ich glaube, wir sind uns einig darüber und es gibt keine große Diskussion über den Fakt, dass nicht jedes Video auf Social Media einen Mehrwert bietet, sondern es ist vieles auch einfach Unterhaltung, aber das ist weder Unterhaltung noch Mehrwert, wenn ich sage, jo, ich bin 18, hallo. Ich bin 18 Jahre alt, aber. Dann bekam ich auch mal die Frage hier, Auto oder Radfahren? Das habe ich dann auch ganz genau erklärt, wann ich mal Auto fahre, wann ich Rad fahre. Ja, wir können ja mal ganz kurz reinhören. Wenn es warm ist, auf jeden Fall für kurze Strecken das Fahrrad.
wenn es kalt ist, dann vielleicht auch mal für kürzere Strecken das Auto und sonst, klar, in den Urlaub längere Strecken immer das Auto. Aber grundsätzlich... Mittlerweile mache ich Social Media nun seit 2 Jahren und ich bin sämtliche Content-Richtungen wirklich schon durchlaufen. Ich habe mal Travel-Content ganz viel gemacht in meinem Gap Year. Ich habe Outfit-Checks gemacht. Ich habe Videos hochgeladen, wo ich in der Unterhose dastand, wo man echt so das Gefühl hatte, auf welche Plattform lasse möchtest du jetzt genau gehen? Ich habe mich einfach mit allen möglichen Dingen ausprobiert, was ja auch prinzipiell nicht schlimm ist. Nur dadurch habe ich natürlich aus unterschiedlichen Videos Followerinnen und Follower dazu gewonnen, was ja prinzipiell auch nicht schlimm ist. Aber am Anfang haben sich halt super viele Leute einfach nur über mich lustig gemacht. Und diese Leute machen sich halt nach wie vor über mich lustig, obwohl sich mein Content ein bisschen verändert hat. Und es gibt aber ein Problem, denn natürlich, wenn sich Leute über einen lustig machen, geht das irgendwann auf die Psyche. Und ich würde lügen, wenn ich sage, es interessiert mich alles nicht, es geht mir sonst wo vorbei. Im Gegenteil, es beschäftigt mich mal mehr, mal weniger, aber mittlerweile habe ich für mich einen Weg gefunden, wie ich damit umgehen kann. Aber ich möchte noch mal ganz kurz darüber sprechen, welche Dimension das momentan bei mir ausgenommen hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es anderen Leuten, die auf Social Media sehr aktiv sind, ähnlich geht. Zum Teil gibt es Chatforen im Internet, wo Leute über mich herziehen, wo Leute fast schon irgendwelche Pläne gegen mich schmieden, wie sie mich treffen wollen und so, solche Sachen. Ich habe Morddrohungen schon mal bekommen, also wirklich alles dabei. Es geht jetzt nicht mehr um die Nachricht so, hey Lasse, ich finde dich blöd. Darüber sprechen wir nicht. Und das Problem ist halt, dass ich leider von diesen Leuten, die mich gar nicht mögen, einige in meiner Followerschaft habe. Und davon auch nicht zu wenig. Vielleicht 200, 300, vielleicht sogar 1000. Ich weiß es nicht genau. Aber ihr seht es vielleicht auch auf Instagram, ich habe derzeit kein Wachstum. Woran liegt es? Ich habe für mich überlegt, wie kann ich mich selber davor schützen? Wie kann ich mich vor Hasskommentaren schützen, vor Hate-Kommentaren, vor Beleidigungen schützen? Und wie kann ich mich auch davor schützen, dass sich ein paar hundert Leute komplett über mich lustig machen? Und es gibt nur eine Möglichkeit, die ich dort jetzt auch anwende. Und sie heißt blockieren, blockieren, nochmals blockieren. Diesen Leuten gar keinen Raum geben. Und das Problem an der Sache ist leider so, zum Teil meinen Leute das gar nicht so, sag ich mal, böse, sondern sie sagten dann so, ja, ist doch nur lustig gemeint. Ach komm, jetzt stell dich doch nicht so an. Jetzt sei mal nicht so spießig drauf. Du bist aber ernst, Lasse. Entspann dich mal. Solche Nachrichten bekomme ich immer mal wieder. Und am Anfang war ich kurz am Struggeln und habe mich selber hinterfragt, so, ja, Lasse, stell dich mal nicht so an, ach komm, ist doch nur ein Spaß. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich mich angegriffen fühle, ist es halt kein Spaß mehr. Und das Problem ist ja jetzt nicht nur auf Social Media, sondern das sehen wir in jeder Situation, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, aus Spaß beleidigt werden. Für die eine Person ist es vielleicht noch ein Spaß, aber für dich ist es schon ernst und dich belastet es. Und von daher ist es einfach ein super sensibles Thema. Und ich habe trotzdem für mich einen Weg gefunden, wie ich damit umgehen kann, einfach durchs Blockieren. Das ist irgendwie auf der einen Seite natürlich schade, weil die Leute dann den Content nicht mehr konsumieren können, den Content sich nicht mehr angucken können. Aber auf der anderen Seite habe ich mich dann auch gefragt, so möchte ich, dass Leute meinen Content sich anschauen, die mich gar nicht mögen? Nein, das möchte ich nicht. Und ich weiß, dass ein paar Leute dieses YouTube-Video jetzt auch sehen, die auf Instagram sich die Videos gar nicht mehr angucken können, weil sie mich dort beleidigt haben und blockiert worden sind. Und diese Leute wandern jetzt zu YouTube rüber. Und ich sage nur, auch hier werdet ihr blockiert werden. Allerdings zum Abschluss möchte ich noch eine Sache sagen, die mir wirklich sehr, sehr wichtig ist. Es ist nämlich nicht so, dass ich ausschließlich Hass bekomme oder ausschließlich Hate-Nachrichten oder irgendwie sowas, negative Nachrichten, sondern ich bekomme auch super, super, super viele positive Nachrichten, konstruktive Kritik, über die ich mich übrigens auch immer sehr freue. Einfach Nachrichten, wo Leute schreiben so, hey, dein Content inspiriert uns, mach weiter so, lass dich nicht unterkriegen. Und ich finde, die Leute und diese Nachrichten bekommen eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit. Und in nächster Zeit möchte ich darauf einfach noch mehr Aufmerksamkeit legen und, sage ich mal, den Hatern nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Trotzdem war mir dieses Video einfach mal ein Bedürfnis wert und vielleicht jemand, der mich schon etwas länger verfolgt, sieht auch, dass ich meinen Content nach und nach einfach weiterentwickle. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was du über das Thema denkst.
wie ich so auf Social Media quasi viral gegangen bin oder was du über die Videos denkst, die ich am Anfang hochgeladen habe. Ich bin sehr gespannt auf deine Nachrichten und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten YouTube-Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao.